Jetzt wird von einem bestimmten Bruchteil innerhalb meiner Kirche eine gemeinsame Anstrengung unternommen, dich zum Schweigen zu bringen. Dienstag, 13. März 2012, 18.30 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, heute begreifst du endlich, wie mein höchstheiliges Wort nicht nur bekämpft wird, sondern auch von bestimmten Mitgliedern meiner Kirche verworfen wird. Diejenigen, die nicht tauglich sind, zu meinen Füßen niederzufallen und um Barmherzigkeit zu bitten, erklären sich für fähig, über meine heiligen Worte zu urteilen, die der Menschheit gegebenen werden, um die Seelen der Menschen zu retten. Ich bin ein Gott voller Barmherzigkeit, voll Verlangen, alle meine Kinder zu retten, und ich bin nicht schnell erzürnt. Heute wurde meine Geduld auf die Probe gestellt, da ein weiterer Angriff. Dieses Mal von einem Mann, der erklärt, in meinem Namen zu sprechen, unternommen wurde, um diese Botschaften zu unterminieren. Du, meine Tochter, darfst dich von jetzt an nicht mehr mit irgendwelchen Vertretern beschäftigen, ohne erst um meine Erlaubnis zu bitten. Es gibt jetzt eine gemeinsame Anstrengung, die von einem bestimmten Bruchteil innerhalb meiner Kirche unternommen wird, um dich zum Schweigen zu bringen. Meine Kinder, dies ist die Zeit, wo der Glaube meiner glühendsten Anhänger einschließlich von Mitgliedern meiner Kirche in einer Weise auf die Probe gestellt wird, wie sie seit meiner Kreuzigung nicht mehr gesehen wurde. Gerade so, wie ich, als ich das erste Mal kam, brutal behandelt und zum Tode verurteilt wurde für die Kühnheit, die Wahrheit zu sagen, so wird auch meinen Propheten in der Hinführung zu meinem zweiten Kommen dieselbe Behandlung zuteil werden. Sie werden verhöhnt, verspottet und lächerlich gemacht werden, wenn sie mein Wort verbreiten. Sie werden von denjenigen der Häresie beschuldigt, die meine Lehren öffentlich verkünden, die aber nicht imstande sind, mein Wort, das der Welt heute gegeben wird, zu erkennen. Seid in Furcht, diejenigen von euch, die versuchen, den Weg zu versperren, den ich jetzt vor euch hinlege, um die Menschheit zu retten. Ihr werdet bestraft werden. Ihr werdet euch mir gegenüber verantworten müssen für die Ungerechtigkeit, die ihr denjenigen zufügt, die gesandt sind, das Wort Gottes in dieser Zeit, in der Endzeit, öffentlich zu verkünden. Lehnt die Propheten des Herrn ab und ihr lehnt das Wort des Herrn ab. Eure Arroganz macht euch gegenüber der Wahrheit blind, und ihr habt nicht das Recht, mich zu vertreten. Ihr verletzt mich außerordentlich, und eure Ablehnung meines heiligen Wortes verwundet mich tief. Ich weine darüber, dass ihr mich grausam zurückweist, während ihr gleichzeitig eine verwässerte Version der Wahrheit meiner Lehren predigt. Ihr müsst jetzt Zeit in der eucharistischen Anbetung verbringen, bevor ihr mit mir kommunizieren könnt, um es mir zu ermöglichen, euch auf dem Weg des Erkennens zu führen. Überprüft eure Beweggründe, meine Worte zurückzuweisen. Ist es, weil ihr die Wahrheit des Schismas nicht hören wollt, dass die katholische Kirche ergreifen soll? Ist es, weil ihr nicht akzeptiert, dass die Kirche vom Betrüger verseucht worden ist? Versteht ihr nicht, dass das alles vorausgesagt worden ist? Ihr müsst beten, damit ihr die Wahrheit seht, und zu mir kommen, damit ich euch führe, bevor es zu spät ist. Euer Jesus, Retter der ganzen Menschheit.